Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender für Kinder. Und da machen wir heute das fünfte Türchen auf. Da ist drin ein Transistor. 547B ist das sogar. Ich hätte jetzt mit 547C gerechnet, aber es ist ein B. Ich glaube, da kommt auch ein Experiment, wo das mit dem A, B, C auch noch eine Rolle spielt. Gucken wir mal ins PDF, was wir damit tun sollen. Verstärkter Strom. Am fünften Tag kommt das wichtigste Bauteil deines Geländes zum Vorschein, ein Transistor. Der Transistor hat drei Anschlüsse. Hier wird dann der Transistor allgemein erklärt, NPN und PNP. Dass wir es hier mit dem NPN zu tun haben, negativ, positiv, negativ. Dass wir, hier kommen die technischen Daten, 50 Volt und einen Strom von 100 mA und kann den Strom 200-fach verstärken. Das ist schon ein Vorgriff auf die nächsten Experimente, wenn es dann um die Darlington-Schaltung geht. Gucken wir mal, was wir damit bauen sollen. Ja, hier können wir im Prinzip erstmal Kahlschlag machen. Die grüne LED soll dazwischen. Die rote LED kommt hinter den Widerständer. Haben wir jetzt erst zwei? Nee, die müssen wir aber auseinanderhalten. Das da müssen wir noch setzen. Gut. So, und der Widerstand kommt hier in den rein. Ja. So, und dann müsste dies der 330er sein. Der erste Ring muss also orange sein. Der geht hier von dem auf den. So. Ich befürchte, dass das wieder unbefriedigend ist. Und jetzt soll was passieren? Problem ist dieser Schalter hier, der hat irgendwie eine Macke. So, was passiert denn in dieser Schaltung? Die grüne Ja. Also, der Strom fließt über die grüne, über den Schalter, über den Widerstand zur Basis. Einschalte, dann sollte auch die grüne eigentlich stärker leuchten. Tut sie aber irgendwie nicht. Ja. So soll das passieren. Ja, so, es ist die Rede hier vom Schalter 2. Ja, man kann das kaum greifen. Also, gut. So, das soll es mit Tag 5 gewesen sein. Käme als nächstes Tag 6, Alarmanlage. Bis dahin, tschüss.